willkommen zu einer Folge der Lifehacks Show, live aus Brasilien, Rio de Janeiro im Norden von Brasilien, da wo man geil kiten kann. Ich hatte gestern einen geilen Geburtstag, wir haben heute 14.12. und am 13.12. habe ich jedes Jahr aufs neue Geburtstag und ja, im Grunde habe ich nichts anderes gemacht als sonst auch, nämlich ich war kiten. Ich war sogar zweimal kiten, das war richtig geil. Ich bin jetzt gerade bei den Front Rolls dran, habe die ersten Front Rolls jetzt auch so im Fahren so ein bisschen gestanden, springen immer so um die 4-5 Meter, das macht Bock, und habe mit meinem großartigen DMX-Team weiter an unserer riesen Vision gearbeitet. Da sind gerade auch spannende Zeiten. Ich habe es ja auf einem der letzten Podcasts mal erzählt, wir haben jetzt die erste festangestellte Mitarbeiterin fest fix im Team, die 100% committed ist und nur DMX macht. Ansonsten haben wir noch viele Freelancer mit im Team. Und ja, das war auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen ever. Es geht voran, es macht total viel Spaß und jeder wuppt irgendwie gemeinsam an dem DMX-Ding. Und deshalb bin ich auch so motiviert, jeden Morgen in Active Collab reinzugehen, in Slack reinzugehen, zu helfen, wo ich kann. Und das Highlight für gestern Abend an meinem Geburtstag war dann ein veganes Essen. Es war so lecker im Coconut von unserer Freundin Angela. Die hat eine Posada, so ein bisschen mehr Upwind. Und da waren wir dann mit unserem Nachbarn, den Alex, und mit Feli und noch ein paar anderen Freunden. DJ Nomad, der Thomas aus Frankreich, ist da irgendwie auch aufgetaucht, quasi aus dem Nichts. Auch ein guter Freund, den ich aber schon, glaube das letzte Mal in Tarifa vor anderthalb Jahren gesehen habe. Der ist Daytrader, auch super spannend, voll in Krypto eingestiegen. Hat vorher mit Fiat Money getradet und ja, Krypto ist einfach die Zukunft. Es ist spannend, was gerade passiert, und deshalb ist das Zukunftsthema Krypto und Bitcoin und Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, wie sie alle heißen, die Währung, hier auch regelmäßig Thema auf diesem Podcast. Ich kann da nur wärmstens den letzten Podcast zu empfehlen mit dem lieben Julian Hosp zum Thema Kryptowährung. Ich hau das auch mal mit in die Shownotes rein. Alright, so, bevor es jetzt das kleine Update hier von meiner Seite aus Brasilien und bevor es jetzt losgeht, zwei Bewertungen, die reingekommen sind. Es geht nämlich gerade richtig ab. Und zwar sagt Skyscraper 360, die Qualität, die Abwechslung und der Umfang sind gigantisch. 5 Sterne. Es sind so viele spannende Menschen und Themen zu hören, die aus ihrem Leben und von ihren Erfahrungen erzählen. Wertvoller kann ein Podcast kaum sein. Danke, lieber Skyscraper. Und die zweite Bewertung kommt von Mary and B. Und die sagen, spannendster, vielfältigster Podcast. 5 Sterne. Es geht runter wie Öl. Und dann, wenn ich dann sehe, dass sie auch noch von gestern sind, von meinem Geburtstag, 13. Dezember, Hammer, fühlt sich gut an. Und die sagen, oder ist es vielleicht ein Mädel oder zwei, Mary and B, super spannender Podcast, den ich seit einem Jahr verfolge, habe bereits alle Folgen gehört. Respekt dafür. Ich glaube, es sind mittlerweile über 500. Und mich überrascht die mega tolle Vielfalt der Themen. Da ist meiner Meinung nach wirklich für jeden was Interessantes dabei. Von kleinen Lifehacks bis zu großen Inspirationen, von Ölziehen über Meditation bis zu Tipps im digitalen Nomadenleben, über Cryptocurrencies und Interviews zu verschiedensten Themen. Ich find's voll toll und sage herzlichst Danke. Dicke Umarmung und Herzchen. Ja, danke, liebe Mary and B, für diese Motivation. Danke. Und an jeden da draußen, der mir noch keine Bewertung gegeben hat, bitte hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist mein täglich Brot als Podcaster, wenn ich hier alleine gerade in einem Raum ohne Fenster stehe und nur das Podcast-Mikro vor mir habe. Aber super, super pumped bin, hier meine neuesten Erkenntnisse, mein Learning of the Day an euch weiterzugeben, dann ist das mein täglich Brot, wenn du mir eine Bewertung gibst. Und das geht ganz einfach. Geh in die iPhone oder iPad Podcast App, unten rechts auf die Lupe und dann auf nach Markus Meurer oder den X-Podcast suchen und dann auf Bewerten. Wenn du jetzt den Podcast gerade hörst in der App, kannst du nicht bewerten. Du musst noch einmal über die Suche gehen. Oder du machst einen Shortcut bis an deinem Browser, an deinem Computer. Du würdest mir echt einen Riesengefallen tun und gehst auf www.dnxpodcast.de/iTunes. Und dann kommst du auch direkt zur Bewertungsplattform. Alright, lass uns einsteigen. Und zwar, stell dir einen Förster oder einen Waldarbeiter vor, der den ganzen Tag Bäume abholzen muss und dafür eine Säge benutzt. Ja? Und die ganze Aufgabe dauert 7 Tage. Und nach Tag 1 oder 2
wird die Säge immer stumpfer, weil er den ganzen Tag Bäume sägt. Und an Tag 3 ist sie weiter immer noch stumpf. Und an Tag 4 braucht er fast doppelt so lang. Also die Effizienz und die Produktivität, die fällt immer weiter ab. An Tag 5 kriegt er nur noch ein Drittel von den Bäumen geschafft, die er am Anfang geschafft hat, an den ersten Tagen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit seinem täglichen Wahnsinn, mit was einen da alles überrollt, Social Media, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, whatever, WhatsApp, was dich da alles überrollt, dann dein täglicher Wahnsinn auf der Arbeit, deine Arbeitskollegen, deine Family, deine Eltern, deine eigenen Erwartungen, deine eigenen Limiting Beliefs. Und dann willst du noch Sport machen, du willst noch meditieren. Du hast gehört, Bücher lesen ist wichtig. Du willst Podcasts hören, du willst inspirierende YouTube-Channels hören. Und du weißt gar nicht mehr, wie du das alles unter einen Hut kriegst, bist dadurch gestresst und auf einmal wirst du depressiv und kriegst vielleicht im schlimmsten Fall sogar einen Burnout. Und das ist die Säge. Die Säge bist du und die wird immer stumpfer, je mehr du da oben reinkippst und umso mehr du wirklich am Limit bist. Und das Bild, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass ein weiser Mann zu dem Waldarbeiter gekommen ist an Tag 5 und hat gesagt, ruh dich doch einfach mal einen halben Tag aus oder einen ganzen Tag und schärfe die Säge. Schärfe die Säge. Und das hat er getan. Er hat die Säge geschärft, den ganzen Tag nichts gemacht, hat sich ausgeruht, er war völlig ausgebrannt, hatte überhaupt keine Energie mehr. Und guess what? Am allerletzten Tag war der allerproduktivste Tag. Die Säge war geschärft, er war ausgeruht, er hatte das ganze Learning und die ganzen Experiences, das Know-how, das Knowledge von den Tagen davor und es war sein bester Tag ever. Was heißt das für dich? Für dich heißt das, du musst auch immer mal wieder eine Auszeit nehmen für dich selber. Du musst immer mal wieder deine Säge schärfen und du musst immer mal wieder runterfahren. Egal, was dir jetzt gerade gut tut, du selber weißt es am besten. Unser Körper ist ein Rechenzentrum, was niemals mehr einen Quantencomputer ersetzen werden kann, sondern dein Körper weiß immer, was er braucht. Sei es, du brauchst mehr Ruhe, gönn dir einen Tag Ruhe. Sei es, du brauchst mehr Sport, geh ins Fitnessstudio. Du merkst, du musst vielleicht noch ein bisschen mehr in die innere Balance kommen. Fang an zu meditieren und nimm dir vielleicht anstatt 10 Minuten heute mal 20 Minuten. Kurzer Hinweis zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigten Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Du merkst, du musst vielleicht noch ein bisschen mehr in die innere Balance kommen. Fang an zu meditieren und nimm dir vielleicht anstatt 10 Minuten heute mal 20 Minuten. Du merkst, du brauchst Inspiration. Nimm dir die Zeit an dem Abend und hör inspirierende Podcasts oder inspirierende YouTube-Channels. Whatever, was immer das ist, nimm dir gezielt Zeit für diese eine Sache, um deine Säge zu schärfen. Und versuch nicht 1000 Dinge auf einmal zu mastern, sondern wenn du die Säge scharf hast, dann ist dein Brain auch wieder scharf, dein Mind und deine Power, deine Energy im Körper und dann kriegst du die Sachen umso mehr gewuppt. Ich kenn's auch von mir selber. Es gibt Tage, da sind wir einfach mega am Limit. Ist ja auch sick, was wir alles angeschoben haben. Wir haben eine deutsche DNX-Konferenz in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Wir haben eine englischsprachige Konferenz. Wir haben eine spanischsprachige Konferenz. Die letzte war jetzt in Buenos Aires. Die letzte englischsprachigen waren in Bangkok und in Lissabon. Wir haben die Camps auf der ganzen Welt. 10 Tage Coworking und Co-Living Camps. Oder 14 Tage sogar. Weil den Leuten haben die 10 Tage nicht gereicht. Bali ist jetzt schon ausverkauft. Bali ist das nächste im April in Lemnos. Wir haben jetzt eins in Dahab gab in Ägypten, wir haben schon eins in Lissabon gemacht. Also wir haben die Camps. Dann haben wir die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs gestartet, DNX Jobs. Dann haben wir einen riesen Travelblog, travelicia.de, den wir gestartet haben und den wir immer noch betreiben. Dann habe ich meinen Podcast, wo ich fast jeden Tag eine Folge raushaue. Damit uns nicht langweilig wird, haben wir noch die DNX Academy gestartet mit den besten Online-Kursen für Transformationen aus den Bereichen Online-Business, Health and Fitness und Body and Mind and Soul, also Spiritualität. Wir haben die allergrößte Community im deutschsprachigen Raum zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten
unter www.dnxcommunity.de bist du herzlich eingeladen. Wir nehmen jeden kostenfrei an. Da sind fast 12.000 Leute drin, die sich jeden Tag supporten und helfen. Und ich bin auch jeden Tag selber vor Ort. What else? Wir haben jetzt einen DNX-Rucksack in der Pipeline. Der ist übrigens endlich ready. Wir kriegen jetzt die ersten Prototypes zugeschickt. Nicht die Prototypes, sondern die fertigen Rucksäcke. Und jeder, wer vorbestellt hat, kriegt auch in den nächsten Wochen eine Info dazu. Riesengeiles Projekt. Nomad-Rucksack. Dann haben wir Kofferanhänger für Travelicia kreiert. Verkaufen die über Amazon. Also wir machen Millionen Sachen. Und klar, how big are the chances, dass da irgendwas schief geht? Mittlerweile mit über 20 Leuten in unserem Team. Dass da irgendein Fuck-up passiert. Jeden Tag, das ist ganz normal. Und das musst du aber erstmal lernen, dann ruhig zu bleiben und vielleicht auch mal den Computer zuzumachen. Der ganze Noise. Kannst dir gar nicht vorstellen, was los ist, wenn ich Slack aufmache oder wenn ich Active Collab aufmache bei uns. Aber das ist cool, das ist ja geil. Das ist ja Wachstum, das ist ja Growth. Und du brauchst ja Growth und es erfüllt mich auch total. Aber manchmal ist das so laut, dass ich einfach den Computer zumache und dann vielleicht mal hier in die Lagune mich setze und einfach nur aufs Wasser gucke eine Stunde und den Kitern zuschaue. Oder meditiere. Mittlerweile meditiere ich zweimal pro Tag. Und darum geht's. Darum geht's, deine Säge zu schärfen. Und wenn du dann wieder fresh und sharp im Brain bist, machst du wieder deinen Computer auf oder was auch immer. Wenn du kein Online-Business hast, gehst du auf deinen 9-to-5-Job. Startest am besten jetzt schon mit deinem ersten Side-Business, dass du irgendwann auch ortsunabhängig online arbeiten kannst. Und dann ab dafür. That's it, Freunde. Ich hoffe, das war jetzt ein fetter Takeaway für euch oder vielleicht nochmal genau die richtige Folge zum richtigen Moment. Das habe ich übrigens auch voll oft, dass mir Leute schreiben und sagen, hab das schon mal irgendwo gehört, das Konzept, aber jetzt war ich ready, jetzt war es genau richtig. Jetzt, genau an dem Tag, als du es veröffentlicht hast, habe ich genau das gebraucht. Und das ist auch das Schöne und darum haue ich auch gerne so viel Content raus, weil das steigert natürlich die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass ich genau jemanden erreiche, der genau an diesem Tag, in dem Moment, egal wo er gerade den Podcast hört, genau diesen Input braucht. Alright, that's it, liebe Freunde. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder auf dem DNX Podcast bei der Lifehack Show. Ich bin raus. Peace and out. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook Community. Die DNX Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von 0 auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX Facebook Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX Facebook Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten.
Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.